Und damit hallo und herzlich willkommen zu Starbound. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil ich noch jetzt nicht wirklich unbedingt so in die Richtung, also so ein Spiel in dieser Richtung halt, hat gerade kurz geleckt, weil ich kurz aus dem Fenster rausgegangen bin. Dass ich so eine Art Weihnachts-Special mache. Ja, also darauf wollte ich hinaus. Und ja, ich hatte das Spiel schon so Ewigkeiten auf meiner Liste. Und habe es mir jetzt endlich bei meinem Partner, muss man ja auch mal sagen, Instant Gaming, Hashtag Werbung, geholt. Ist auch gerade da im Angebot, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könnt ihr mal gerne abchecken, der Link ist in der Beschreibung. So, genug davon. Ich habe richtig Bock darauf. Es ist zwar ein bisschen weird, dass wir jetzt Starfield und Starbound Spiel, zwei Sternen, Weltraumspiele, Dinger, aber egal. Ich habe mich so lange darauf, auf dieses Spiel gefreut. Genauso wie damals, als ich zum ersten Mal Terraria gespielt habe. Das hat auch ewig gedauert. Ich glaube, das war es sogar letztes oder vorletztes Jahr. Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ja, oh, die Musik ist schon so geil, ne? Weil es ist halt ein... Es ist halt ein bisschen... Es ist halt wie Terraria, nur ein bisschen anders. Aber im Grunde ähnlich. Und ich habe Bock drauf. Deswegen würde ich sagen, start Game. Ja, wir haben noch gar keinen Charakter natürlich. Ach ja, Character Creation. So, wir können human sein. In spite of their long and turbulent history, humans tend to possess a lighthearted and optimistic outlook towards life and the universe. Humanity set about forming a society that would unite the people of the universe, the Terran Protectorate. Avian? Ach, das ist so ein Vogel. Okay, also es gibt Human, also Menschen, Vogelmenschen, Affen, Floraner, Hylotl, keine Ahnung. Peaceful, place great value on ancestral tradition and take great comfort in the arts. Really dwelling on the land, impressive nature made them easy prey for the floods, and they were driven beneath the waves where they now thrive. Aha. Ah, Glitch. Das sind diese Roboter, ne? Also ich kenne das Spiel ein bisschen zumindest, weil ich habe halt Let's Plays dazu geschaut. Hashtag Geißel der Galaxis, wenn jemand das was sagt. The Glitch were built in order to simulate a simulation. The programming caused them to become stuck early in the simulation, and to this day they are unable to shake their medieval values and beliefs. Aha. Nova Kid. The Nova Kids are a mysterious race of interstellar gas bag people. They have no character settlements and no documented history. They are volatile beings untroubled by the past. No one knows what they are made of. Much less where they came from. Die hört sich am interessantesten an, diese Rasse. Die sieht auch irgendwie funny aus. Gas-Sack-People? Also Gas-Bag-People? Ich weiß nicht, ob das irgendeine Abkürzung für irgendwas ist, aber die sind irgendwie am interessantesten. Weil die kennt man nicht, kommen irgendwo her, wo man es nicht weiß. Ja, Hülotl-Tüllül. Könnte natürlich auch so ein Roboter spielen. Ach, das sind immer unterschiedliche. Ah, lol. Oh, voll cool. Alter, gibt's hier viele. Boah, mein Gott. Aber die finde ich vom Design her, finde ich die am coolsten irgendwie. Jubel ist langweilig. Avian ist komisch irgendwie. Pilotl, das sind irgendwie so Aliens.
Lorana sieht auch noch irgendwie cool aus. Saiyajin oder was? Das ist schon geil. Affen? Ja, natürlich könnte ich jetzt hier der Affenjunge und Doofkopf, ne? Wer die beiden kennt. Aber ich glaube, ich werde dieses Nova-Kit probieren. Das sieht irgendwie voll weird. Also, die sehen weird aus, aber irgendwie auch voll cool. Ich gucke mal, bis ich einen passenden finde. Gas Color. Ah, die bestehen wirklich aus Gas. So rot könnte man machen. Ich bin aber auch immer ein Freund von Rosa und Violett. Rot wäre schon funny. Aber ich finde eigentlich so, dass das Violette finde ich ganz cool irgendwie. Blau ist auch irgendwie geil. Grün passt natürlich zu Gas, aber weiß. Ist das so? Das soll weiß darstellen, ne? Hairstyle. Da fand ich die schon cool, die wir hatten. Aber das sieht auch cool aus irgendwie. Das sieht auch süß aus. Mit dieser kleinen Palme. Finde ich mega cool. Das hatten wir vorher, ne? Also entweder hol ich die kleine Palme oder das hier. Das sieht irgendwie cool aus. Shirt. Schwarz. Boah, man muss da echt genau hinschauen, ne? Sonst sieht man da fast gar nichts. Das schwarze Shirt sieht eigentlich okay aus. Ich muss mal ganz kurz meine Maus, die hat wieder diesen scheiß Fehler. Mach mal einen kurzen Reset der Maus. So, Reset ist durchgeführt. Jetzt gehe ich wieder rein. Legwear. Passt irgendwie nicht so wirklich, ne? Ich finde das Weiße schon noch am coolsten irgendwie. Okay. Jetzt sind wir Mario. Ich finde das Lila aber auch irgendwie cool. Ne, ich bleib aber beim oder beim dunkleren Blau. Das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Das ist eine lange Hose. Ich fand die grüne Hose irgendwie cool. T-Shirt. Schwarz ist zu, das ist zu viel, oder? Irgendwie verpasst das gut, ne? Mein grün und blau trägt die Sau, sagt man ja immer, aber ich gebe da eigentlich einen Scheiß drauf. Ist das hier? Die Hose? Ja, kann man jetzt nicht jetzt noch drüber streiten, ob man das so macht vielleicht? Lange Hose mit so einem... Die Stiefel auch cool irgendwie da. Stiefel und Rock. Aber die grüne Hose fand ich cool. Ich würde das, glaube ich, so machen. Nicht so? Schwarz? Nee, passt irgendwie nicht. Ich glaube, ich bleib bei dem hier. Personality. Okay. So. So, komm, ja, so. Brand. Was heißt Brand? Ach so, das sind quasi unsere Augen.
Fand ich eigentlich das gut, was wir schon hatten. Das sieht auch cool aus mit dem Dreieck. Ein Herz. Oh, ein Herz. Was war denn das, was wir hatten? Das hier, ne? Das mit den drei Augen finde ich eigentlich cool. Das passt auch irgendwie am besten von allen. Shirt. Ach, Shirt Color. Die kann man auch noch anpassen. Ja. Okay. Was passt am besten zu weiß? Also das Rosane passt überhaupt nicht. Ich mach mir schon Gedanken für unseren Charakter. Ne? Der soll ja auch schon cooler sein. Orange finde ich ganz schön. Grün war auch sehr schön, ja. Der Unterschied zwischen dem und dem? Hier ist gar kein Unterschied. So? Oder so, schwarze Schuhe. Eigentlich fand ich die orangen Schuhe, die passen eigentlich auch gut. Hatten wir das Graue, ne? Sollen wir so ein bisschen orange unterwegs sein? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Raider. Ne, wir nennen uns... Also wir sind ja aus Gas anscheinend und Nova. Wir können uns einfach Nova Gas nennen oder so. Nova Gas. Hört sich auch irgendwie cool an. Nova Gas. Nova Gas. Aber wir nennen uns natürlich so. Entweder nennen wir uns so oder wir nennen uns so. Als Erinnerung an eine gewisse, an eine gewisse Kombination eines Duos. Oder Affenkopf. Affenkopf oder doof, Junge. Angelehnt natürlich an Affenjunge und Doofkopf. Ich finde doof, Junge. Ich will halt so einen Reminder nochmal an die setzen, ne? Affenkopf ist halt auch funny. Oder Nova, Junge. Vor allem, weil wir Mädchen sind, ne? Stimmt. Wir nennen uns Nova, Junge. Ja, okay. Nova, Junge als Mädchen, ja. Nova Cop. Oder Nexus Nova. Ich fand eigentlich Nova Gas. Wir sind ja auch kein Teil des Duos, ne? Also Nova Gas. Doofmädel. Doofmadel. Affendoof. Doofaffe. Ich will eigentlich Nova. Nova Junge wäre so weird einfach. Ich fand eigentlich Nova Gas gar nicht so schlecht. Wir starten eine neue.
einen neuen Charakter. Ich wollte eigentlich so echt so Affenkopf. Das wäre schon so mein Favorite gewesen. An die Erinnerung der Geißel der Galaxis. So, wir sind auf Survival, genau. Eat to survive, drop items on death. No need to eat and no death penalties. Drop items on death, das finde ich eigentlich gar nicht so. When you die, your character stays dead. Naja, nee, wir bleiben mal auf Survival. Skip Intermission. Ja, komm. Lassen wir so. Nova Gas. So, kann ich jetzt einfach hier draufklicken? Oh Gott. Ja, erstmal 15 Minuten für die Character Creation. Gar kein Problem.